Reichen. Verkehrstechnisch, PKW-technisch bleibt die ganze Geschichte noch weiterhin gesperrt, weil noch Arbeiten mit Tieflader und Großfahrzeugen hier erforderlich sind. Der Kran war gestern Mittag bei Bauarbeiten umgeknickt. Warum ist noch nicht geklärt? Eine 16-jährige IS-Kämpferin, die vergangene Woche im Irak festgenommen wurde, kommt definitiv aus Sachsen. Das hat die Dresdner Staatsanwaltschaft jetzt bestätigt. Petra Salzmann, HR Nachrichtenredaktion. Die Behörde teilte mit, die junge Frau aus Pulsnitz sei identifiziert. Sie werde von der deutschen Botschaft im Irak betreut. Weitere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft erst einmal nicht machen. Die Schülerin war im vergangenen Sommer verschwunden, kurz nachdem sie